Hi Freunde, willkommen zurück zum Podcast. Wir sind wieder hier und sprechen heute über das Thema Haki, ein riesiges Thema, deswegen ist es auch extrem gut für den Podcast geeignet. Und ja, der Anlass des Ganzen ist natürlich das aktuelle One Piece Chapter, denn ja, Chapter 939 hat natürlich Haki komplett in eine andere Richtung gedrängt oder auch in eine Richtung gedrängt, die wir uns für One Piece eigentlich gar nicht so vorstellen konnten. Und deswegen, ja, finden wir es eigentlich ganz gut, jetzt nochmal die ganze Thematik aufzurollen rund um Haki und natürlich mein Partner in Crime mit dabei, ist ja klar. Darf nicht fehlen und ich freue mich auch ganz besonders über das Thema hier mal zu berichten heute, mal ein bisschen zu spekulieren und ein paar Theorien aufzustellen. Allgemein das Thema Haki, uns war das eigentlich so ein bisschen klar, dass es die drei Arten gibt, aber die drei Arten, also das ist echt ein bisschen grob ausgedrückt, wenn man sagt drei Arten, weil alleine dieses Go-Ken, was jetzt eingeführt wurde, beziehungsweise was jetzt langsam eingeführt wird und Ruffy wird es lernen, wir haben es ja schon davor gesehen, wir wussten ja auch, dass es existent ist, aber halt nicht wie speziell und so, das, also für mich hat das wenig mit Rüstungshaki zu tun. Es soll irgendwie eine Form sein oder eine Abwandlung von dem normalen hardening Rüstungshaki, so wie das den Anschein macht, weil Rayleigh hatte das damals auch so angeteased, als der Elefant da kam und hat gesagt, ja, das ist hier Rüstungshaki und dann schießt auf einmal so ein Blitz, weißt du, und jetzt, also Rüstungshaki sagt ja schon das, dieses Hardening, dass man sich damit defensiv schützt und dass man das jetzt aber auch in Angriffskraft umwandeln kann, mehr oder weniger, das ist für mich eigentlich die inoffizielle vierte Haki-Art, so eigentlich, dass man eine Angriffs-Haki-Art noch hat, obwohl das Königshaki auch schon fast so ist, aber ja, darüber werden wir auf jeden Fall gleich ausgiebig diskutieren und auch bezüglich des Go-Ken auf das Schwert angewendet und auch bezüglich Zorros Flashback damals, das wurde nämlich damals schon alles angeteased, Hiyo hat ein bisschen angerissen, dass wenn ein Schwertkämpfer etwas schneiden will, dann tut er es, wenn aber nicht, er hat auch nochmal das Beispiel mit dem Papier, das dünnste Papier, hat er genannt, dass wenn man das nicht schneiden will, dann schneidet man das auch mit der schärfsten Klinge selbst nicht, also es kommt immer an den Schwertkämpfer hinten noch an und genau das hat auch mehr oder weniger Zorro damals von seinem Meister, wie hieß der nochmal, Kushiro oder so, von dem hat er das erklärt bekommen und Leute, es gibt so viele spannende Sachen bezüglich Haki, die wir seit 939 jetzt aufgetischt haben bekommen. Und ja, was willst du anfangen heute? Gehen wir mal direkt auch auf die Rüstungshaki-Thematik ein. Wir können ja später nochmal über die anderen Haki-Arten sprechen und was die für einen Einfluss haben. Und ein Thema, was ich auch ganz interessant finde, worüber wir auf jeden Fall nochmal sprechen müssen, ist die neue Haki-Art in Bezug auf Ruffy, / neue Gear-Form, höchstwahrscheinlich. Und ja, ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Teasing, finde ich auch wieder extrem stark von Oda, weil man hat immer von Oda so, dass irgendwas angeteased wird, so Ewigkeiten vorher, aber der Teaser von der neuen Haki-Art, beziehungsweise jetzt die Möglichkeit des neuen Hakis auf das Schwert bezogen, was Jan gerade angesprochen hatte, das war in Chapter 194, das muss man sich mal geben, wie lange das einfach schon her ist. Das ist krank. Deswegen, das ist so heftig, das ist eigentlich, das ist über ein Jahrzehnt her, so weißt du, überleg dir das mal, da war ich noch so ein kleiner Butschi und habe in der Schule gespielt, so fangmäßig und da hat Oda sich schon gedacht, that's my shit, so. Haki. Also, ja, Haki auf jeden Fall, aber gerade auch, weil man ja, das ist ja auch so eine Sache, die man auf jeden Fall mal kurz ansprechen kann, viele Leute haben sich ja beschwert oder also wir haben das, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Video, das hatten wir sogar mal zusammen gemacht, glaube ich, Dinge, die einen aufregen in One Piece oder die ein bisschen doof sind für viele Leute. Und da habe ich auch oft in den Kommentaren gelesen, dass Leute sagen, ja, Haki stört mich, Haki stört mich. Und viele Leute hat es ja auch gestört, dass Haki damals nicht so dargestellt wurde. Und natürlich, man kann es jetzt nicht zu 100% sagen, aber Oda hat auch einen coolen Schlenker gezogen, finde ich. Weißt du, dass jetzt so das, was Sentomaru gemacht hat auf dem Sabaody-Archipel oder was Rayleigh gemacht hat, Training mit Ruffy, dass das auf einmal einen Sinn hat, weißt du, dass das so gewollt ist und auch so, wie es dargestellt war im Anime. Ich habe mir das nochmal angeschaut, wo Rayleigh da diesen Elefanten, also diesen Rüsselschlag mit dem Rüstungshaki da abwehrt, mit der neuen Art, dass es halt auch so diese, wirklich diese Key-Animation auch so mäßig hat und man denkt sich so, voll komisch, aber letztendlich. Ja, man hat es einfach so geschluckt und dachte so, okay, es ist halt so, ja. Das ist halt Rüstungshaki, aber es gibt ein paar Beispiele. Für mich ist zum Beispiel auch ein Mihawk, der mit seinen grünen Laserstrahlen da aus seinem Schwert, für mich ist das auch eigentlich dieses Go-Ken. Also ich denke auch, dass Zoro damit auch später kämpfen wird. Es gibt zwar schon dieses Orkan-Kick-mäßige, dass man die Luft schneidet und die Luft stößt und dann dadurch dann
das war doch auch schon bei Ines Lobby und so, wurde das schon eingeführt und so alles. Aber ich glaube nochmal diesen visuellen, wirklich hellen Blitz und sowas, was wirklich dann Haki ist, das, was Miyok da abgeschossen hat, ist Gouken, hundertprozentig. Ist auch die einzig logische Erklärung, ja, also eigentlich was dafür, weil ja, ein Schwertkämpfer, der da einfach mal so einen Laserstrahl hunderte Meter übers Marinefort schießt. Man dachte sich immer so, aber ja, also, ja, also keine Teufelsfrucht, so, weißt du, also Teufelsfrucht wird es nicht sein, deswegen. Und auch, dass das Schwert, dass die schwarze Klinge Yoru, dass die auch eigentlich erst schwarz wurde durch Miyok oder durch den Vorbesitzer, durch irgendjemanden, das ist krass. Also, das haben wir auch erfahren, dass die Schwerter, also das haben wir einige Chapter davor jetzt erfahren, dass die Schwerter mehr oder weniger, wenn ein Schwertkämpfer richtig krassen Willen am Start hat und beziehungsweise etwas, ja, extreme Schwertkunst an den Tag legt, oder dass das Schwert dann auch sozusagen erst zu einer schwarzen Klinge wird. Das ist krass. Und deswegen ist auch das Shusui, das er von Ryuma hat, so schwarz, weil Ryuma so ein ehrenwerter Schwertkämpfer war und einen unbeugsamen Willen hatte irgendwie. Und dass das Schwert von Miyok schwarz ist, wurde, wie früh war schon Miyok da, weißt du? Black Sword heißt. Ja. Ja, ja, und dass es vor allen Dingen auch Black Sword heißt. Und man dachte sich ja eigentlich auch immer, im Training mit Mihawk und mit Zoro, da dachte man sich das ja immer, weil ja dann auch die Klinge, und man sieht ja schon da in den Training, sieht man ja Mihawks Klinge, aber halt auch schon ganz früh in One Piece, das wolltest du gerade wahrscheinlich auch sagen, hat man das ja auch schon gesehen, dass die Klinge, die war schwarz, sein Vater, so, weißt du? Und, echt krass, und jetzt einfach so, dass das jetzt alles so einen logischen Hintergrund hat. Und gerade der stärkste Schwertkämpfer Mihawk und sein Schwert Black Sword, so, weißt du? Und jetzt hat das einfach so voll den, voll den krassen Hintergrund. Finde ich auch. Also ich finde auch, guck mal, auch jetzt nochmal, lass uns nochmal zurückkommen zu Chapter 194, ne? Also wo der Zoro-Flashback gezeigt wurde. Ach, liebe Zuhörer, da müsst ihr euch jetzt auch mal vorstellen, da hat wirklich der Meister von Zorro einfach wirklich ein Blatt Papier hochgeschmissen, hat mit seiner scharfen Klinge, mit der scharfen Seite dagegen geschlagen mit voller Wucht, und das Papier war unberührt, ohne Schaden, ohne irgendwas, ist es wieder zu Boden gefallen. Ein dünnes Blatt Papier. So, und damit wollte er sagen, man kann durch alles schneiden, also sogar durch Iron, wurde da gesagt, durch Eisen und so, das war diese Thematik da. Ich glaube, weil es war gerade so ein Flashback mit Alabasta, ne, wo er gerade gegen Mr. One gekämpft hat oder so, ist wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall, mit der Erkenntnis, dass man das starke Schwertkämpfe auch durch die krassesten, härtesten Materialien durchschneiden können. So. Aber auch, wenn sie es nicht wollen, sozusagen das Gegenteil, ein dünnes Blatt Papier wird auch nicht zerschnitten. Immer nur das, was der Schwertkämpfer gerade spalten will oder zerschneiden will, passiert auch. Jetzt haben wir das Gleiche wieder mit dem dünnen Papier als Beispiel gehabt, aber als Erklärung mit Haki. Weißt du, was ich meine? Also dieser Hiyo hat ja gesagt, hat ja das Haki technisch aufgeklärt und hat auch gesagt, dass die Schwertkämpfer aus Wano auch selbst das dünnste Papier nicht schneiden, wenn ein Schwert. Also bezüglich Haki, also meinst du damals, also hat das schon alles mit Haki zu tun? Hat Zoro eventuell, weil er durch das Eisen von Dings geschnitten hat, hat er dadurch auch schon Haki angewendet? Ja, von Mr. One? Hat er dadurch dann auch schon Haki angewendet? Weil hier wird das mit dem Blatt Papier, also in 939, klar als Haki-Art so definiert, dass es auch schon Haki-Art ist und das schon so mit Gouken und mit dem Schwert und alles zu tun hat. Und jetzt ist die Frage, damals, also hat der Meister das auch schon sozusagen Haki-mäßig erklärt, oder das ist echt ein bisschen komisch? Also ich glaube, der Meister hat einfach, weil Zoro, muss man ja sagen, der war ja damals halt einfach noch voll der kleine Knirps, und ich glaube, selbst für einen Zoro, der so ein Potenzial hat, war es noch zu früh, um ihm die Thematik rund um Haki zu erklären. Deswegen hat er es quasi nur so angerissen, weil er halt das nur gesagt hat. Und er hat ja gesagt, dass es Leute gibt, halt, die durch Eisen schneiden können, aber es nicht schaffen, etwas, aber, also ich glaube, dass Zoro halt so ein bisschen diese entgegengesetzte Richtung gemacht hat. Er hat zwar schon geschafft, durch Eisen zu schneiden, aber jetzt hat ihn Mihawk erst im Training wahrscheinlich diesen wirklichen Sprung wahrscheinlich auch dazu gegeben, dass man das Ganze auch anders benutzen kann. Und ja, es ist halt ultra tricky. Man kann auch nicht Oda vorwerfen, dass es an den Haaren herbeigezogen ist, weil schlussendlich kann man sagen, was man will, auch dass Shanks Königshaki quasi ganz am Anfang von One Piece eingesetzt hat, ist ja eigentlich komplett unbestritten. Da kann ja auch keiner mehr was zu sagen, so. Ja. Weil man hat es ja jetzt in der Anime-Folge auch nochmal gut untermalt gesehen, aber auch im Manga-Chapter war es klar zu sehen, dass es halt dieses typische Königshaki-Phänomen ist. Und deswegen, ich glaube halt schon, dass Oda das halt schon immer so geplant hat, aber
einfach nur eine Designentscheidung ist, so ein bisschen verstrickt gemacht hat, aber das Kampfprinzip, also das Kampfsystem, was er, glaube ich, so in One Piece verfolgen wollte, ich glaube, das war schon damals so das Gerüst dafür. Weil wird sich ja wahrscheinlich auch, man darf ja auch nicht vergessen, auch ganz kurz dazu, weil jeder Charakter, also so vom Monster-Trio, Ruffy hat seine Gearform und die Gearform kam ja auch schon enorm früh und Oda wird sich ja da auch schon jahrelang Gedanken gemacht haben. Gear 2, Gear 3, okay, ich heb mir Gear 4 da irgendwann noch auf und das letzte ist Gear 5 vielleicht irgendwann mal. Dann hat man Sanji, der natürlich mit seinen brennenden Füßen und durch die Luft jumpen auch enorm vielfältig ist. Und dann hat man Zorro und Schwertkämpfer und da muss sich ja Oda auch schon über irgendwas überlegt haben, was so vielseitig ist. Also was irgendwo halt diesen Reiz bringt, so, ja, daraus kann man noch was machen, dass das nicht einfach so ein typischer Schwertkämpfer ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass das random ist. Ich glaube schon, dass das so angedacht ist. Ja, natürlich. Ist. Also es gibt ja auch, also es sind ja klare Fakten, so alle, die es kritisieren, dass Oda ist billig, beziehungsweise er wollte One Piece mehr Tiefe verleihen und er hat erst nach dem Timeskip daran gedacht oder so, Haki einzuführen. Also er hat Haki erst nach dem Timeskip visuell dargestellt und hat es erst nach dem Timeskip zu einem Ding gemacht. Aber Fakt ist ja wirklich, wie du es auch schon eben gesagt hast, Shanks hat ganz am Anfang Königshaki eingesetzt und jetzt haben wir hier nochmal den Flashback von Zorro sogar, wo das mit dem Papier und dass man, wenn man es will und wenn ein richtiger Schwertkämpfer das wirklich will, kann er durch alles durchschneiden, was er will und so. Das ist ja auch eigentlich der Wille. Der Wille wird ja immer als Haki betitelt und auch bei Sanji haben wir auch klare Hinweise bekommen mit seinem brennenden Bein. Also alles Übernatürliche, wo hat er auch in der SBS, glaube ich, mal gesagt, dass das Bein und so, warum brennt es? Ist ja, er hat ja keine Teufelsfrucht oder so, dass es auch durch seinen Willen kommt. Also Wille ist gleich Haki, das haben wir schon früh gelernt und es gab im Laufe von One Piece auch allein auf Skype hier und so hatten wir auch das Mantra und so dieses Vorordnungshaki, alles, das hieß nur noch nicht so. Das ist dieses Wano Kuni-Phänomen, die wussten einfach nicht, dass es Haki ist, aber sie haben es eingesetzt und wir Zuschauer wussten das dadurch natürlich auch nicht, weil die es auch nicht wussten da und es auch nicht als Haki betitelt haben. Und deswegen, also die Hinweise sind klar, dass es Haki gab schon immer, nur halt richtig eingeführt und für die Strohhüte erklärt und visuell auch das Hardening und so dargestellt, das halt erst nach dem Timeskip. Das könnte man vielleicht ein bisschen kritisieren, so, dass, okay, warum hat Marco und Vista, wieso haben die denn nicht Haki benutzt schon bei Marineford, als sie da den Akainu angegriffen haben und der sie als Haki-Nutzer auch noch erkannt hat und so. Ist ein bisschen komisch, aber das ist einfach eine Designentscheidung, okay, muss man halt hinnehmen, aber trotzdem die Beweise, wirklich klare Beweise, dass Haki schon davor existiert hat und dass fast alle übernatürlichen Kräfte in One Piece sind zu erklären. Also One Piece ist an sich natürlich ist ein fiktives Werk, aber es ist trotzdem in sich immer logisch. Also jede übernatürliche Kraft sozusagen irgendwie wird immer erklärt mit der Teufelsfrucht, mit Haki oder mit irgendeiner Erfindung oder irgendeinem antiken Waffen oder irgendwas. Irgendwas gibt es immer, was es erklärt sozusagen. Es gibt nie so eine, so wie zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal, das Bein von Sanji brennt so. Also, und wir würden niemals das irgendwie aufgeklärt haben, warum, wieso und warum brennt das? Also, wie soll Feuer entstehen, wenn Feuer auch so ein Ding ist? Ich bin mir auch sicher, dass wir von Kinemon das auch nochmal perfekt erklärt kriegen, irgendwo diese Schwerttechniken, wie sein Schwert brennen kann und wie auch das von Brook, weißt du? Wieso hat er eine Eisklinge so? Also, das hat, glaube ich, nichts mit seiner Teufelsfrucht zu tun, glaube ich. Also, warum? Warum soll das irgendwas mit seiner Teufelsfrucht zu tun? Ja, man sagt ja, dass er die Kälte des Todes nutzt, so. Ja. Also, maybe schon, aber es lässt sich vielleicht auch nicht ganz damit begründen, weil, gut, also, ich sag mal so, wie die Frucht halt gestrickt ist und die Kraft der Frucht lässt er eigentlich auch nicht so darauf schließen. Aber auch, was du eben gesagt hast, Mantara, ganz klar, Mantara ist ja auch so. Und das ist ja dasselbe, was man jetzt im Wano Kuni versucht. Man nimmt halt etwas, was in einen anderen Land quasi mit einer anderen Sprache als verbreitet angesehen wird, beispielsweise Mantara in Skype ja oder jetzt halt das Goken in Wano Kuni und das ist halt so geil, um halt so unschlüssige Szenen, die halt so geschehen im Laufe der Geschichte, dann halt rückwirkend zu begründen und das ist Hammer, finde ich. Also deswegen, das passt. Ich finde es auch super so als Lösung von Oda, auch jetzt gerade, es gab mal in der SBS auch noch, wo er gesagt hat, dass es ein Mann von Wano nach East Blue gekommen ist. Hast du das gelesen? Beziehungsweise es stand auch bei Library of O'Hara jetzt bei dem neuen Chapter-Analyse, steht es unten, dass in der SBS gesagt hat, dass irgendein Typ vom East Blue sozusagen, also er kam aus Wano und ist nach East Blue gekommen. So, aber welcher Charakter das ist, wissen wir nicht. Es wurde nur so angeteased. Und da macht es jetzt auch gerade mehr Sinn, dass dieser Kushiro das, also der Meister von Zoro das ist. Ey, ich bin auch voll gehypt. Ich will den mal wiedersehen. So. Also den haben wir auch. Der reagiert ja auch nicht auf Kopfgelder. Ich glaube, das kommt bald. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der auf Wano vielleicht jetzt ist so. Dass der aus Wano kommt und so und dadurch auch diese Techniken hat. Out of 10. Das wäre geil. Und dass wir dann
sozusagen, ich will nicht sagen, so einen Shanks-Effekt haben, weil das hat er für mich nicht, aber so, also vielleicht, also damals haben wir den als alten Meister, Vater von Kuina abgestempelt und so, ne? Der scheint aber auch irgendwie mit Dragon unter einer Decke zu stecken, weil, wie gesagt, die waren da auch, also die Revolutionäre, die waren da. Und die Frage ist, damals haben wir den zwar so als Meister erkannt und so, Zorro war aber cooler und eigentlich habe ich so im Laufe von One Piece, sagen wir mal so, immer Zorro als krasseren Schwertkämpfer anerkannt. Aber wissen wir das eigentlich bestätigt, wie stark der wirklich war? Eventuell ist es ja wirklich so ein Ultra-Samurai. Stell dir vor, er ist der Anführer der Rocks oder so ein Blödsinn. Alter, wie krass das wäre. Das wär aber so, ja, generell, man unterschätzt das halt. Das ist so dieses, eigentlich ist es ja typisch für so Manga- oder Anime-Werke, dass so ein Lehrer eigentlich immer so voll nett und voll natürlich wirkt und immer alles so höflich und einfach erklärt, aber in Wahrheit halt so voll das, also so mäßig voll das Monster in sich trägt, weißt du? Ja. Und gerade bei ihnen, man hat ja nichts von ihnen gesehen, so, ich meine, die meiste Zeit, muss man ja auch sagen, haben ja Kuina und Zorro selbst trainiert damals, und er hat das ganze Jahr dann immer nur verfolgt und immer seine Kommentare dazu gegeben. Aber man hat ja auch, also es gibt ja fast keine Szene, wo man sieht, wie Zorro mit ihm selbst richtig im Schwertkampf trainiert und er dann auch noch was dazu sagt. Das gibt's ja in dem Sinne so nicht. Und das wäre halt, also das ist halt ultra nice, weil wie gesagt, ich gehe halt schon davon aus, wenn er jetzt in Wano auftritt oder wenn halt der legendäre Schwenker, wie man ihn auch nennt, kommt, dann es würde halt passen. Wano Kuni sein Arc und jetzt gerade, man will ja auch alle Samurai so nach und nach versammeln, deswegen, das wäre Hammer. Und vor allen Dingen, es würde nochmal ein ganz anderes Licht darauf werfen, weil halt, man kann ja auch sagen, was man will, aber so diese ganzen Leute, mit denen die Strohhüte in ihren Backstories gechillt haben, das waren halt alles irgendwo auch krasse Leute, weil ich meine, Nico Robbins Mutter war ja auch voll der Heavy Shit, oder dann hat man einen Riesen und denkt sich, ja, random, aber der ist einfach ein Die gewesen, so, weißt du? Und so haben halt immer mehr Charaktere einen übelsten Impact, obwohl man die auch nicht so ansieht, so. Man hätte ja beispielsweise bei Sanji auch in der Backstory sagen können, okay, die kennen sich einfach vom Kochschiff, das wurde angegriffen und dann hat er ihn vielleicht gerettet oder so, aber nein, man hat ihn ja so eingebracht, dass das ein Pirat ist und dann das Ganze verpackt, so, weißt du? Ja. Deswegen ist halt, das ist, ich finde das nice. Also ich kann mir vorstellen, der hat ja Haki mehr oder weniger gezeigt damals schon, wenn man das so will, und ich glaube, der ist richtig krass. Ich glaube, der ist wirklich richtig krass. Man muss aber auch, das muss man wirklich sagen, für mich ist die Ähnlichkeit von ihm, also von dem Meister Koshiro, immer mit dem Gorosei irgendwie. Ich finde die so ähnlich. Also ich finde, die haben irgendwie fucking Ähnlichkeit im Gesicht, von der Brille, dieses Kimono, dann dieses Schwert. Und vor allen Dingen, wenn der eine Glatze hätte. Original der Typ, der da sitzt. Ja, ja. Mit auch selbe Brille, selbes Auftreten mit dem Schwert. Auch hier die Sache, Schwert von dem Fünf-Weisen-Typen, nicht schwarz. Das ist auch nochmal so die Sache, die ist nicht schwarz und auch im Manga ist die hell dargestellt, also quasi mit so einem schwarzen Schatten zwar, aber sie ist hell dargestellt. Hört sich voll komisch an, schwarzer Schatten, aber ihr wisst, was ich meine, dass so eine Seite der Klinge quasi nur schwarz ist durch den Schatten. Und da ist ja auch nochmal die Frage, weil der Typ, der da die ganze Zeit das Schwert mit sich rumträgt bei den Fünf Weisen, ja, der wird auch auf jeden Fall ein erfahrener Schwertkämpfer gewesen sein. Und eigentlich geht es ja da auch wieder um den Willen. Und den Willen verliert man ja auch nicht im Alter. Weil ja, man sieht ja auch, dass halt viele alte Auch gerade, dass die Schwerter auch schwarz bleiben. Also wenn du einmal den Willen und die schwarze Klinge erreicht hast sozusagen, dann bleibt sie ja sogar so. Selbst wenn du stirbst. Ryuma ist das Beispiel. Deswegen, auch das Griffon und das Schwert von Shanks, und wie ist das nicht schwarz? Das ist ein bisschen komisch irgendwie. Ich weiß nicht, ob nur wirklich die klassischen Schwertkämpfer, die mit einer bestimmten Technik das meistern oder so. Oder das der Master-Move. Der Master-Move wäre es ja, wenn es quasi noch eine Art gibt und die dann halt quasi für Shanks und den Fünf Weisen, weil man weiß ja auch, dass Shanks einen Draht zu den Fünf Weisen hat, weißt du? Das wäre 10 out of 10, wenn es da auch nochmal eine Begründung für gibt, warum das bei denen nicht so ist, Alter, weißt du? Das wäre Next Level. Weil so mäßig so, ja, Mihawk ist auch der krasseste Schwertkämpfer und sein Schwert und bla bla bla, Black Sword, dies, das, aber es gibt Leute, die nutzen auch den Schwertkampf, aber so mäßig auf eine ganz andere Weise. Und dann siehst du so ein Bild von Shanks und den Typen von den Fünf Weisen, Alter, Gänsehaut, Todes. Genau, ich kann mir vorstellen, dass auch zum Beispiel es darauf ankommt, sozusagen der Wille, nicht allgemein der Wille, weil wir haben auch zum Beispiel Roger gesehen damals, der hatte auch kein schwarzes Schwert und Roger hatte wohl den krassesten Willen von allen gehabt. So, deswegen ist das eigentlich keine Begründung. Rayleigh auch nicht. Und deswegen glaube ich, wir wissen zum Beispiel von Mihawk, Vivrecard-mäßig jetzt neuerdings, dass es sein Ziel, also er hatte damals keine Crew,
wissen wir dadurch jetzt auch bestätigt, da stand da alles drin, dass der sozusagen nur immer den stärkeren Gegner sucht. Und ich glaube, dass es darauf ankommt, wirklich schwertkampftechnisch der beste Schwertkämpfer zu sein, der stärkste Schwertkämpfer zu sein, wirklich die Schwertkunst und wirklich auch einfach den Willen als bester Schwertkämpfer immer einen stärkeren Gegner zu finden, weil das ist von Mihawk das Ziel gewesen. Deswegen hat er gegen Shanks gekämpft, immer einen stärkeren Gegner zu finden sozusagen. Und das kann ich mir vorstellen, dass das daran liegt oder so, dass die Klinge dann nur schwarz wird oder dass der Wille des zum stärksten Schwertkämpfer manifestiert wird dann erst in der Klinge. Ja, und das sieht dann, weil Ryuma war ja wahrscheinlich auch so ein Typ so. Ich bin gespannt, meinst du, das war Ryuma so Full Power? Das kann doch nicht gewesen sein. Er war ja in so einer ekligen Zombie-Form mit dem Schatten von Brook und so. Er war ja nicht in seiner Prime so, oder? Ich glaube, er ist viel mächtiger als wir alle, als wir gesehen haben. Man hat ja auch gesehen, dass diese Zombies eigentlich einen relativ instabilen Körper haben. Deswegen, I don't know. Also, ich glaube nicht, dass man das so vergleichen kann. Das ist halt, ich meine, man muss halt irgendwie, um halt Zorro so ein neues Schwert, und das Schwert ist ja jetzt auch so mäßig der Schlüssel für das, was Zorro jetzt in der Zukunft alles bringen wird, und da muss man halt irgendwie einen Nerf mit reinbringen, aber das ist auch nichts Verwerfliches, weil bei Ruffy macht man ja auch das Gleiche schon seit Ewigkeiten, so, weißt du, da werden ja die Gegner auch irgendwie in irgendeiner Weise genervt oder sind durch irgendwas ein bisschen gehandicapt, und bei Zorro ist es halt ein bisschen versteckter gewesen, um halt einfach das ganze Geschehen an sich weiterzubringen. Ey, Digga, ich hab gerade auch die ganze Zeit den Gedanken, wenn halt der Meister da auf Wano Kuni auftauchen würde und dann einfach so Zorro gegenübersteht. Das wäre richtig geil. Das Ding ist, er heißt Koshiro und wir kennen jemanden, der heißt Kyoshiro, dieser mit der weißen Schminke im Gesicht. Also dieser Typ, weißt du, dieser zwielichtige Typ, der auch Kumurasaki hingerichtet hat. Aber das ist nicht dieselbe, aber es ist, weiß nicht, der Name ist schon ein bisschen gleich, aber ansonsten, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, Wano Kuni ist ziemlich groß und so, man braucht mehrere Tage wahrscheinlich auch irgendwie von A nach B, also beziehungsweise von den einzelnen Gebieten, ist das schon ziemlich großflächig so. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwo ist. Vielleicht ist er ja noch einer der, wir wissen, dass es, es müssen ja diese drei Samurai, aber nee, da ist der nicht dabei. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der von bei den drei, also bei Kawamatsu, Ashura Doji und wie hieß der letzte nochmal? Denjiro, genau. Denjiro, Koshiro, wer ist er das? Also das Ding ist, Ashura Doji heißt er heute, Shutenmaru heißt er, glaube ich, heute. Und damals hieß er Ashura Doji. Also der hat auch seinen Namen geändert. So, ich weiß es nicht. Und das Ding ist, Zorros Flashback, wie lang ist das her, muss man ungefähr sagen? Wann ist, wie alt war Zorro in seinem Flashback? Weißt du das? Das ist doch bestimmt so 10 Jahre her, er ist ja jetzt so 21. Ja, ich hätte jetzt auch 10 gesagt. Also vielleicht war er da 10. Jetzt ist er 21, also war er da 11 oder so vielleicht, oder 10 Jahre alt. Also sagen wir, das ist 10 Jahre her, der Flashback. Und da war er noch in diesem Dojo. Also vor 10 Jahren. Ja, das Ding ist, er könnte anwesend da schon gewesen sein, erfahrene Kuni, vor 20 Jahren und alles. Und da bei Oden und sonstiges. Das passt zeitlich. Weil Zorro hat ja auch noch eine Vergangenheit und sonstiges. Zorro hat ja auch noch eine Vergangenheit vor diesem Dojo. Das ist auch so spannend eigentlich, ne? Also wo war der davor? Hat er seine Wurzeln wirklich aus Wano Kuni, und vielleicht hat er ihn mitgenommen so als Seekind damals und da großgezogen im Dojo oder so. Und ist so der Einzige, wo man nichts aus der Familie weiß. Was also ist mit außer Zorro? Jetzt vielleicht bei Chopper und Brook, weil da sich die Familie in dem Sinne nicht so anbietet. Aber sonst haben eigentlich alle ja einen extrem starken Familienfokus bekommen. Gerade auch so der Einzige, wo es vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat, war Sanji, und der hat es jetzt im Whole Cake Island Arc ja mehr als genug bekommen. Ja, und deswegen komplett. Bei Zorro, also das hebt man sich halt auf, und die Chance, dass man es sich halt für Wano Kuni aufgehoben hat, ist ja auch enorm groß, auf jeden Fall. Ja, aber ich finde wirklich, von Oda ist es ein bisschen traurig, also zur Zeit, wie Zorro behandelt wird. Also wir kriegen nichts, also der kriegt ja null Charaktertiefe eigentlich in letzter Zeit. So. Und es ist ja einfach nur der dumme Idiot, der sich verläuft und dann da rumläuft auf eigene Faust. Fanservice aus der Strohbande irgendwie. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich wünsche mir eigentlich mal wirklich, dass wir auch so ein bisschen, also ein bisschen emotional, er ist zwar nicht so der emotionale Typ, so, das ist klar, dass das sein Charakterdesign nicht zulässt, dass er da jetzt aus sich rausgeht. Aber trotzdem, dass er mal so ein bisschen vielleicht so, dass wir mal was sehen. So, und das wünsche ich mir auch für den Wano Kuni. Deswegen, ich will es jetzt noch nicht so abstempeln, ne? Aber es wird kommen, und ich hoffe, dass das auch so deep wird und geil, wie wir denken, dass sie, also das ist ja noch ein bisschen viel Zufall eigentlich. Jeder Strohhut hat irgendwie eine krasse Vergangenheit hinter sich, ne? Aber so ist das nun mal. Ja,
Ja, aber das gehört irgendwie mit dazu. Auch vielleicht ganz kurz, warum wir überhaupt so lange jetzt auf Zorro und die Schwertkampfmechanik eingehen in Bezug darauf. Es gibt auch, also es gibt was, das heißt Tenka-Goken, also wie die Fähigkeit nur halt mit einem Tenka davor. Und das ist, zu Deutsch sind das quasi die fünf besten Schwerter unter den Himmel. So, und das sind dann halt fünf berühmte Schwerter, die aus einer bestimmten zeitlichen Epoche im Zusammenhang mit Japan sind. Und deswegen, das passt so gut, auch die Namensgebung einfach und dann in den Land der Samurai und ne, das ist halt einfach so. Das ist alles so, zu viel Zufall irgendwie. Ja, genau, dieses typische, zu viel Zufall, also auffällig, unauffällig wieder so, dass man sich da so reinschmuggelt und deswegen wird da auf jeden Fall auch ein Zusammenhang dazu kommen. Können wir vielleicht auch mal kurz noch einen Schlenker zu Ruffy machen. Ja, und wollte zwar, ich auch gerade einhaken. Nice, zwei dumme, ein Gedanke. und zwar, Ruffy nutzt, also das ist ja quasi der Plot des aktuellen Chapters, und zwar Ruffy nutzt das Ganze ja sowieso aktuell als Training. Auch hier muss ich nochmal anmerken, ich habe es in deiner Chapter-Analyse gesehen, aber jetzt möchte ich meinen Senf auch nochmal dazu zugeben. Und zwar, wie krass Ruffys Observationshaki inzwischen ist, weil er weicht ja nicht nur aus, dass er selbst ausweicht, sondern er sieht so weit in der Zukunft voraus, dass er sogar noch Zeit hat zu sagen, was der OP tun muss, weißt du? Ja. Das ist Next-Level-Shit. Also, dass er wirklich die Zeit hat, okay, er sieht das, er verarbeitet es, er spricht es aus, die Person hat Zeit, darauf zu reagieren, ohne annähernd verletzt zu werden. Hammer. Finde ich eine krasse Charakterentwicklung. Und er nutzt es ja jetzt quasi auch als Training. Und gerade jetzt ist ja der Plot, dass Ruffy das nutzt. Auch sehr interessant. Ruffy ist der Einzige aus der Strohbande, der weiß, wie Kaidos Schuppen sich quasi anfühlen. Und die erste Bemerkung, die er dazu macht, ist, ich will es lernen, um Kaidos Schuppen zu durchbrechen. Finde ich auch interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese neue Technik mit Gear 4 kombiniert eine neue Gear 4-Form hervorbringt, die vielleicht als Möglichkeit gesehen wird, gegen Kaido anzutreten. Ich möchte damit nicht sagen, dass sie ausreicht, um Kaido zu besiegen, aber dass es vielleicht Ruffys erste Möglichkeit ist, um anzutesten, wie weit ihn das bringt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist das Ding. Also ey, alles, was du gesagt hast, kann ich eigentlich nur unterschreiben. Also das wir gesehen haben, ne, mit Forderungshaki, ey, das ist nicht mehr normal. Er ist so überlegen, er kann da einfach, das ist ein Headliner. Ne? Am Anfang hatten wir doch Respekt vor denen, jetzt ist ja eh egal. Also die Headliner sind eigentlich nur das Kanonenfutter. Auf jeden Fall nutzt er das da wirklich als Training. Er hat es ja auch selber so gesagt. Ich greife nicht an, weil es ist gerade Training. Ich versuche was. Und dann ist auch immer lustig der Ansatz, dass er mit der Faust, so, weißt du, die Faust zusammenballt, obwohl er eigentlich, er hat die Techniker gesehen eigentlich, dass man die Hand da aufmacht und so. Und jetzt haben wir es ja auch von Hiyo gesehen, er hat die Hand aufgemacht, so, ist trotzdem Haki an der Hand, visuell sichtbar, aber es kommt trotzdem halt dieser, ja, es ist eigentlich ein Blitz, so, man kann es schwer sagen, und im Manga, wir werden das eh erst im Anime sehen, wie es wirklich aussieht, also wie es dann visuell richtig aussieht mit Farbe, weil man muss sagen, Sentomaru und Rayleigh, das war eigentlich noch unterschiedlich, obwohl das hier gleichgestellt wird, weil Sentomaru, das war wirklich eher so ein, ich will nicht sagen Luftschlag und so ein Luftstoß, der dann rausgeschossen wurde. Und bei Rayleigh war es ja wirklich so ein visueller Riesenblitz. So. Und deswegen bin ich gespannt, wie das Ganze jetzt ist. Ob es jetzt wirklich nur so eine Druckwelle ist oder ob es wirklich so, ja, farblich dann auch ist. Weil es wird ja auch die ganze Zeit von Color of Haki gesprochen. Also, dass das dann auch farblich nochmal Unterschiede gibt, würde ich mir eigentlich wünschen. Obwohl es im Manga egal ist, so. Ob das Ganze jetzt reicht, da können wir nochmal gleich drüber spiegeln. Aber was wolltest du noch sagen? Ich wollte nur kurz einhaken, auch hier finde ich es krass, wir wissen ja, also das wurde ja damals bei Virgo war es quasi, wo das erste Mal ausgesprochen wurde von Doflamingo, wo er an der Teleschnecke zu Lore gesagt hat, Leute versuchen oder es gibt die Möglichkeit, dass Leute sich auf eine Art spezialisieren, die andere nicht so gut beherrschen und dann eine Art besonders gut, bei Virgo dann dementsprechend Rüstungshaki. Und jetzt sehen wir einfach, dass dieser Opa nichts drauf hat eigentlich, also im Vergleich zu den anderen. Ja, der kennt das nicht mal. Nada niente, so. Ja, genau. Der hat da gar nichts drauf, so. Und dann kommt da so ein Ruffy, der natürlich Observationshaki-technisch auf einem extrem hohen Level ist, muss man einfach aktuell so sagen. Und dann sieht man halt einfach, wie unterschiedlich da so die Situationen sind. Beispielsweise ja auch Mantara auf Skype hier, da wurde ja auch nur das Mantara benutzt, so von Rüstungshaki war da ja nicht der Hauch einer Spur, so, weißt du? Deswegen. Echt komisch, ist halt ne? So, so,
ist halt so dieses typische andere Länder, andere Sitten, so, weißt du, bei denen ist halt dann so diese eine Sache so voll krass ausgeprägt, aber das andere halt nicht. Und Ruffy steht ja auch so ein bisschen dafür, dass er alles aus, so aus allen Ländern, wo er hinreist und von allen Rassen irgendwo irgendwas lernt oder irgendwas so für sich mitnimmt. Und auch hier halt so dieser typische Ruffy-Charakterzug, so, weißt du, er ist eigentlich in einer lebensbedrohlichen Situation, also es wurde ja auch gesagt, es geht hier um Leben und Tod, und typisch Ruffy, er nutzt es halt trotzdem zum Training. Finde ich auch wichtig, dass Ruffy das selbst ausspricht, weil ich habe auch oft von Leuten gelesen, die dann gesagt haben, dass dieses, dass dieser ganze Gefängnisabschnitt, wo ja wir alle auch gesagt haben, so, ja, Leute, das ist Training, das ist Training, das Seestein-Training für Ruffy, das bringt alles was, um ihn weiter nach vorne zu bringen. Und dann so, nein, das ist kein Training, bla bla bla, so. Aber jetzt spricht es halt Ruffy nochmal aus, alles das ist quasi Training für Ruffy. Und das ist auch wichtig, weil er ist halt auf Wano Kuni angekommen, trifft auf Kaido, wird komplett weggebrettert, also wirklich eine komplette Niederlage. Und damit man das irgendwie überhaupt argumentiert, kann, dass er einen Hauch einer Chance hat, braucht man das halt. Deswegen. Hey, aber ey, wenn das, sagen wir das Training so, er kämpft jetzt, ich glaube, es ist schon bekannt, er ist seit, glaube ich, 4 Tagen oder so da drinne im Gefängnis und kämpft da schon so. Ich glaube, es gab vor letztes Chapter oder vorletztes Chapter gab es mal so, konnte man das zeitlich einordnen. Also 4 Tage körperliche Hardcore-Arbeit ohne Teufelsfrucht. Jetzt eine, ich sag mal, neue Haki-Art, die er noch lernt, also seine Rüstungshaki verbessert sozusagen. Also, es ist zwar, es ist schon ein krasses Power-Up, so, ne? Das kann man nicht anders sagen. Aber reicht aber er das? Lernt, ja. Ja, er lernt, also man muss ja sagen, also ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es reicht. Ich glaube, es wird genutzt für eine neue Gear-4-Form. Ich glaube auch, es ist noch eine Gear-4-Form dann. Und diese neue Gear-4-Form soll dann der, also wird dann für Ruffy die Möglichkeit sein, gegen Kaido anzutreten. Und vielleicht die Möglichkeit, dass Ruffy Kaido verletzt. Das wäre ja schon mal der erste wichtige Schlüsselpunkt, dass das überhaupt passiert. Aber man muss ja auch sagen, ich finde es nicht mal an den Haaren herbeigezogen, weil 4 Tage hört sich so wenig an, bla bla bla. Aber man darf ja auch nicht vergessen, Ruffy hat natürlich einen 2-Jahres-Timeskip gehabt, aber man muss ja auch mal Revue passieren lassen, wie wenig Zeit er davon eigentlich nur mit Rayleigh verbracht hat und wie viel er da gelernt hat, weil er hat ja eigentlich alle Haki-Arten und die Kombination zwischen Haki und Teufelsfrucht in diesen paar Monaten mit Rayleigh gelernt. Deswegen finde ich es nicht mal so schlimm, wenn er das jetzt quasi bis zum restlichen Verlauf, also bis die restlichen 4-5 Tage da abgeschlossen sind, bis Kaido gestürzt werden soll, wenn das bis dahin, sag ich mal, in den Umfang beherrscht, dass er es mit Gear 4 in Kombination nutzen kann, fände ich das nicht mal so schlimm. Also eine Form muss kommen, auf jeden Fall. Ich glaube auch immer noch der Lion Man oder der Kong Man, okay, der Bounce Man ist für mich schon mehr oder weniger so eine Allround-Form, die so affenmäßig fast schon, aber es müsste was kommen auf jeden Fall. Ich wünsche mir auch, dass er da dann mit so Goken, also mit wirklich diesen Flashes und viel damit arbeitet, vielleicht kommt dann auch wirklich diese Sumo-Ringer-Form. Das würde so passend gerade. Also es gibt ja zum Beispiel diese eine Figur, es gibt dieses eine Fanart, diese Colorpage von Oda, wo so Sumo-Ringer-mäßig steht. Und jetzt ist gerade dieses Sumo-Festival, er lernt das da. Und diese ganze Technik, auch dieses mit der wirklich flachen Hand nach vorne stoßen, ist ja so eine Sumo-Ringer-Art fast schon. Weißt du, was ich meine? Und Sentomaru verkörpert das ja voll. Ja, der ist ja der Sumo-Ringer. Der hat ja auch so, der verkörpert und dann kommt, das ja auch voll. Und außerdem kommt jetzt noch Kawamatsu, der höchstwahrscheinlich ein Kappa-Demon ist, so, die auch Sumo-Ringer affin sind, beziehungsweise Sumo-Ring lieben. Und das Ganze ist voll viel Sumo-Ring-Kram. Und dass Ruffy sich das alles abguckt und daraus dann vielleicht wirklich so eine Sumo-Man-Form macht. Aber hier habt ihr zuerst gehört, Leute. Sumo-Man, habt ihr es gehört? Gear 4 Sumo-Man. Und dann vielleicht wirklich mit Goken so komplett ausrastet und dann aber vielleicht nicht mehr so schnell ist, weil er sich dann halt auf Rüstungshaki spezialisiert. Würde Sinn machen. Ne? Also, meiner Meinung nach ergibt das viel Sinn und natürlich wäre Gear 5 besser, aber ich weiß nicht, das wäre Gear 5. Ich glaube, da müsste erstmal noch, also ich glaube wirklich, dass das Prinzip eingehalten wird. Wir haben sozusagen jetzt Vorhandungshaki, Snake Man, einfach, da kann er, weil sein Körper so schnell ist und einfach, dass er so schnell, also er ist wirklich in Snake Man, ist ja viel schneller, hat man ja auch gesehen, dass er da einfach Vorhandungshaki technisch, Gegner, die Vorhandungshaki technisch auch auf dem krassen Level sind, dass er die da ein bisschen sozusagen aufgrund der Schnelligkeit dann überlegen ist. Aber wir haben auch gesehen, dass in der Snake-Man-Form letztendlich seine Fäuste an den Fäusten von Katakuri abgeprallt sind, dass sein Rüstungshaki von Katakuri sozusagen noch größer ist. So, jetzt haben wir die Rüstungshaki-Tutorial, kriegen wir gerade so ein bisschen und dann bin ich mir auch schon sicher, dass eine G4-Form kommt. Vielleicht ja jetzt auch noch Ende dieses Aktes, wenn er das lernt, diese Technik, und dann eventuell gegen Queen diese Technik schon einsetzt oder sonstiges und sie dann vielleicht perfektioniert gegenüber Kaido oder ich weiß es nicht, aber dass dann vielleicht noch eine Königshaki-Tutorial bezüglich Shanks oder irgendjemand, der Königshaki beherrscht, dass wir da nochmal irgendwie das
Also wir haben, er hat das zwar alles wirklich von dem Meister himself so erklärt bekommen, aber ich glaube, dass selbst Rayleigh so ihnen nur die Grundlagen erklärt hat. Es ist auch viel Training, was man jahrelang trainieren muss, so, um das überhaupt zu beherrschen. Und dann natürlich noch die erweiterten Techniken sozusagen, wie jetzt das Goken oder das Vorhandungshaki in die Zukunft schauen. Dass sowas muss auch noch Königshaki technisch irgendwie existieren. Und dass dann vielleicht noch eine Gear 4 Königshaki Form kommt und dann final alle kombiniert die Gear 5 Form sind. Dass er alles auf einmal einsetzen kann, so schnell ist und dann so stark ist wie mit der Goken Technik und sonstiges. Und dann Königshaki-technisch kann ich mir auch wenig vorstellen. Also man wusste zwar, Rüstungshaki-Form hat mehr Angriff, hat mehr Durchschlagskraft und so, das war irgendwie offensichtlich, aber wie jetzt eine Königshaki-Gear-Form aussieht, aber, oder, weißt du? Ja, da kann ich auch nochmal auf den letzten Podcast verweisen, da haben wir auch darüber gesprochen, Königshaki, das war der erste, wo wir über Theorien gesprochen haben, die nice sind. Königshaki, wie Whitebeard es dann vielleicht eingesetzt hat, so, da könnte man ja vielleicht eine Form draus drehen, weil selbst das Rüstungshaki hat ja auch eine Funktion im Gear 4, denn Doflamingo hat ja auch angemerkt, dass das, obwohl es Rüstungshaki ist, was ja eigentlich für pure Härte steht, in Kombination mit Gear 4 elastisch ist, weil ja der Tritt von Doflamingo dann auch abgefedert wurde und zusätzlich durch das Rüstungshaki verstärkt wurde. Deswegen, also es wird auch eine Kombination mit Königshaki kommen und alles zusammen dann höchstwahrscheinlich Gear 5. Aber, Off-Topic-Frage, würde mich aber sau interessieren, rein designtechnisch, wie fändest du das denn mit diesen, also viele Leute sprechen ja jetzt diesen Key-Aspekt an, dass quasi so, ja, so lichtmäßig dann damit gearbeitet wird, um das Ganze zu untermalen. Findest du, also viele Leute finden es scheiße, viele Leute finden es cool. Was sagst du? Ich finde es cool, wenn es im Rahmen bleibt, ne? Wenn es jetzt nicht so, Digga, irgendwann kommt der nächste krasse Rüstungshaki-Nutzer, der einen Finger ausstreckt und Freezer-mäßig dann so ein Dings schießt oder so. Also wenn das dann so eine Ausmaße annimmt, okay, so ein paar Ausreißer, die sich darauf hardcore spezialisieren, wie zum Beispiel ein Kaido, der dann auch vielleicht mit seiner Keule so einen Strahl schießen kann oder so. Okay. Es soll aber nicht so ausarten, finde ich. Also so, wie es jetzt gerade ist mit diesen Blitzen und auch selbst das, was wir von Rayleigh gesehen haben. Also das ist ja auch noch alles im Rahmen. Das ist zwar richtig geil und das ist einer der krassesten Nutzer. Und was man jetzt auch noch erwähnen muss, ob das eventuell dieses ganze Ding, was Sengoku da ausgerichtet hat, das ist ja eventuell auch Goken. Der hat ja auch so Schockwellen mit seiner Hand ausgelöst. Das kann ja nicht viel mit seiner Teufelsfrucht zu tun haben, also diese Schockwellen. Weil er hat eine mystische Zornfrucht, so, die ihn zum goldenen Buddha werden lässt. Dass er natürlich Gold und so, das ist extrem robust und so. Aber ich weiß nicht, dass er da sozusagen Schockwellen auslösen kann mit der Hand, die genauso ausgestreckt ist wie bei dem Goken. Ich kann mir das vorstellen, dass das auch eventuell das ist. Ich würde es nicht komplett abschreiben, weil man muss ja schon sagen, so mystische Sonnenfrüchte bringen ja auch alle irgendwo noch eine zusätzliche Fähigkeit mit. Bei Markus ist ja das Heilen und so, deswegen finde ich es nicht so abwegig, wenn halt so Buddha. Da kann man schon mit den Schockwellen argumentieren, aber gerade Sengoku ist da ein wichtiger Punkt, weil ich meine, man kann es auch gut aufs Haki schieben, weil der Typ ist auch so der Einzige aus der Marine, der halt auch Königshaki beherrscht, warum sollte er auch nicht noch quasi eine tiefere Stufe des Rüstungshakis beherrschen und also deswegen, man kann es schon darauf zurückführen. Ja. Oder es kann ja auch, ganz klar, es kann ja auch einfach die Kombination aus beiden sein, weil warum sollte nur Ruffy oder so Teufelsfrucht und Haki in der Art so kombinieren? Kann ja auch da genau das gleiche sein, dass er Haki und die Teufelsfrucht kombiniert. Aber das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich finde es auch krass nochmal Sengoku-technisch jetzt, dass wir auch letztens in der Vivre-Card einfach nebenbei erfahren haben, dass der Königshaki hat. Yeah. Alter, wie heftig. Voll die wichtige Info. Weil da haben sich ja auch hunderte Theorien drum geschlungen, so, ja, Marinesoldaten, warum können die kein Königshaki haben? Weil ja Piraten wegen Freiheit und der freie Wille und weißt du, da gab es ja tausend Möglichkeiten und die Leute haben sich auch so warum können die Marineleute, warum setzen die kein Königshaki ein? Denn Real Talk wäre ja auch krass gewesen auf Marinefort zum Beispiel, hätte dann, ist halt so, also jetzt mal Real Talk. Angenommen, Whitebeard hat Königshaki nicht so benutzt, weil er es andersweitig genutzt hat, um sein Limit quasi weiter herauszuzögern. Okay, bin ich fein mit, beste Begründung, die mir so aktuell einfällt, kann ich absolut mitleben. Aber Sengoku, jetzt wo man weiß, dass er Königshaki hat, der hätte ja locker mal da so 10.000 Leute ausnehmen können und das Ding wäre ganz anders ausgegangen. Also ist halt so, weil man hat ja gesehen, dass Ruffy, der damals noch ein sehr, sehr schwaches Königshaki hatte,
weil er es nicht kontrollieren konnte, sind ja auch Whitebeard-Piraten umgestürzt. Das hat man ja auch direkt gesehen. Und deswegen weiß man ja eigentlich, ich will es fast sogar als Fakt betiteln, dass Sengokus Königsaki diese Leute auch ausgenockt hat, weil Ruffys Königsaki war zu dem Moment definitiv nicht stärker. Warum hat er das nicht genutzt, so weißt du? Ja, also ich denke mal, in der Marine ist es ja auch den Leuten bekannt. Also ich denke mal auch, dass ein Garp und auch die Leute, die ihn einfach schon Ewigkeiten kennen, auch ein Kusan und so, der auch einen enorm guten Draht zu Sengoku hat. Sengoku wollte ja auch, dass Kusan Großadmiral wird. Dass da keiner mal so eine Anmerkung macht, so mäßig so, Sengoku, was ist los bei dir? Ja, das ist echt das Ding. Also, hätte der das da eingesetzt, diese ganzen nur noch 15 Piraten von Whitebeard, sag ich mal, die hätte er weggenockt. Deswegen. Locker. Also, es gibt oft so eine Gedankenspiele, ne, wo man denkt, wieso hat er das denn da nicht gemacht? Oder, weißt du, wieso setzt dann Ruffy nicht öfter Königshaki ein? Warum so? Weißt du, da könnte sich so vieles, der könnte im Gefängnis nochmal jetzt die ganze Zeit das spammen, so, weißt du, was ich meine? Aber. Ja, okay, es ist auch immer die Gegebenheiten und so, man muss gucken, ob es passt und oder macht da schon was draus, dass ansatzweise, also es ist ja nicht so voller Logikfehler jetzt, ne, immerhin. Was aber auch, Marineford, gibt es auch noch eine Stelle, die habe ich gestern, glaube ich, gesehen, da hat Mihawk, also da kennst du die Stelle, wo Buggy mehr oder weniger Mihawk angreift mit diesem Buggy Ball, den schießt er so auf ihn, also mit diesem, aus dem Schuh, weißt du, diese Kanonenkugel. Und die hat er auf Mihawk geschossen und Mihawk hat die auch einfach mit seinem Schwert so zurückgeschossen, so, weißt du? Ist auch wieder so ein Beispiel für dieses Go-Ken, dass er das sozusagen der Buggy Ball, der heißt der Buggy Ball überhaupt? Buggy Bomb oder so ein Schwachsinn, die explodiert ja eigentlich bei jeder Berührung, aber er hat mit seinem Schwert das zurück, so zack, weißt du, als wäre es wie mit dem Blatt Papier, das Beispiel. Ja, wollte gerade sagen, es ist ja das Blattpapier-Beispiel. Wenn er es nicht zerschneiden will, will er es nicht zerschneiden. Und klar, wenn es bei jeder Berührung explodiert, so weit, so gut, aber das ist ja quasi das mit dem Papier. Das schärfste Schwert, was das Papier nicht schneidet, ist ja quasi dann wie eine, also das ist das nicht berührt, ja. Obwohl es es berührt. So. Also es hört sich so abgespaced an, aber das ist es eigentlich für das One Piece-Universum gar nicht, so weißt du, dass halt quasi so eine Schicht da drum ist, die keinen äußeren Schaden verursacht und so. Das ist echt krass eigentlich. Und eigentlich auch so diese ganzen Hinweise da, ne? Auch hier wieder interessant, weil auf dem Marineford hat ja Vista mit Mihawk gekämpft und Vista hat zum Beispiel auch helle Schwerter und Vista ist ja auch voll der Ficker im Schwertkampf-Game, ja. So, weißt du, der ist ja auch voll das Biest so. Und Mihawk war ja derjenige, der gesagt hat, komm, machen wir ein Unentschieden draus, so, komm, lassen wir es bleiben, machen wir ein Unentschieden draus, so. Und ich weiß nicht, also Vista ist halt auch so voll der erfahrene Typ und da kann ich mir nicht vorstellen, dass der auch nichts davon weiß. Deswegen, und gerade auch, weil halt ein Shanks, ein Rayleigh und auch der Typ von den Fünf Weißen, das sind alles Leute, die so over the top im Punkto Schwertkampf stehen. Deswegen, ich glaube, es gibt da noch mehr, also es gibt quasi hinter der Zone noch eine Zone, wie man sagen würde, so vielleicht weißt du. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes, also dämonenmäßig vielleicht oder wirklich der pure Wille, der beste Schwertkämpfer zu sein. Und wenn zum Beispiel, sagen wir, ein Shanks das gar nicht in sich trägt und das, also diesen Willen wirklich, der beste Schwertkämpfer zu sein, was er noch nicht hat, das merkt man ja von seinem Charakter, dann macht es Sinn, dass es auch nicht schwarz ist. Aber ansonsten ist es echt krass, dass wir bis jetzt nur zwei schwarze Schwerter gesehen haben. Wirklich nur das von Mihawk und das von Ryuma. Also mir fällt sonst jetzt keins ein, was noch so cool aussieht. Also ich finde, es sieht auch richtig geil aus. Und deswegen. Total. Ich finde es auch krass, dass, also der Wille ist ja mehr oder weniger jetzt schon da von Zoro, der ist ja schon immer da, das ist ja sein Traum. Also, der pure Wille, das zu wollen, reicht ja nicht aus, so, sonst hätte Zoro das ja auch schon mehr oder weniger, oder? Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, also könnte ich mir vorstellen, ist natürlich auch nur wieder auf Theorienbasis, aber ich glaube, ich habe gerade fünfmal so, ich glaube, gesagt, jawohl, ich gehe halt davon aus einfach, dass Zorro auch für sich realisieren muss, dass er eine Chance hat und das ist halt wichtig, weil ganz, ganz am Anfang von One Piece hat ja Zorro schon gegen Mihawk gekämpft und ist halt sang- und klanglos untergegangen, so, und ich glaube, deswegen kann man das ganz gut argumentieren, denn ja, er möchte der Schwertkämpfer sein und ja, er hat auch den Willen dazu, aber auf der anderen Seite weiß er einfach, also er weiß, dass er es aktuell nicht ist oder es auch nicht werden kann, so weißt du? Ja, so, vielleicht spielt das halt auch nochmal mit da rein, dass er halt einfach, obwohl er den Willen irgendwo hat, es aber nicht ganz ausleben kann, weil er einfach weiß, dass die Kluft dazwischen einfach noch zu groß ist. Ganz ehrlich, also Fakt ist aber, es muss, das wurde gerade angeteased auch und so, es muss am Ende einfach so sein, dass Zorro drei schwarze Schwerter hat, oder nicht?
Ja, also dem Grunde nach, ja, für die Leute, die sollen es jetzt hier vertauschen, er kann natürlich alle drei Schwerter mit Rüstungshaki ummanteln, aber du meinst, dass alle drei permanent komplett schwarz sind. Dass die schwarz, zur schwarzen muss Klinge kommen. Sozusagen werden. Ja. Das muss das sein, also denke ich auch. Also gerade auch, weil dieser Typ, der, also Gyakimaru oder wie der heißt, dieser auf der Brücke, weißt du, der ja auch bezüglich dieser schwarzen Klinge aufgeklärt hat, hat ja Zoro gesehen, hat gelächelt, hat ihn anerkannt als krassen Typ, weil der hat ja Kamazo einfach niedergestreckt, ist dann aber ohnmächtig geworden, Zoro, und dieser Typ ist dann wieder mit dem Shusui abgehauen. Also der kennt sich aus bezüglich schwarzer Klinge und der hat das von Zoro appreciated, was er gesehen hat, und Zoro, also wenn man eins zu eins zusammenzählt, er will sein Schwert wiederhaben, er will jetzt erstmal da genesen, wenn er ein bisschen gesund ist auf den Beinen, wird er wieder ihn aufsuchen und wird dann höchstwahrscheinlich, ich glaube, der wird nicht mehr jetzt den Hardcore-Kampf gegen ihn haben, weil er ihn, glaube ich, schon anerkannt hat. Wenn die dich dann mal richtig aussprechen und sagen, das ist von Ryuma, ich habe gegen ihn gekämpft, dann Thriller-Bug und sonstiges, oder die gehen zu dem Grab von, ist ja auch so eine Theorie wegen jetzt Kapitel 944, weißt du, Mihawks Tod oder bla bla, dass da der Grabstein für Ryumas Grabstein steht und dass die das, weil es gibt da auf dem T-Shirt von Zoro steht auf Kapitel, auf der Colorpage von ja, diese Colorpage, ihr kennt die alle, hat er halt so ein T-Shirt, da steht drauf Ultimo Best oder so, also der ehemaligst Beste oder so ein Blödsinn. Und vielleicht war Ryuma ja der beste Schwertkämpfer und dann ist da unten so ein Grab. Und da ist auch, glaube ich, man kann diese Zahl, die da auf dem Grabstein ist, auch als Jahreszahl deuten. Und das ist ein paar hundert Jahre vor der Zeit gerade in One Piece. Und wir wissen, Ryuma hat vor einigen Jahrhunderten gelebt. Vielleicht besuchen die dann wirklich dieses Grab oder so von ihm, von Ryuma. Oder sowas in der Art könnte ich mir vorstellen. Und da liegt dann vielleicht die Zorros Familie oder irgend so ein krassen Reveal. Und deswegen war das auch so ein Zorro-Ding. Ja, aber auf jeden Fall werden wir bezüglich diesen Heinis dann aufgeklärt noch, ne? Auf jeden Fall. Und was ich auch nochmal wichtig anzumerken finde, ich finde, also es passt auch hier schon wieder zu gut, das Monster-Trio ist jetzt im Wano Kunia quasi nochmal geschlossen, gewachsen und bekommt das Power-Up. Ruffy trainiert, wird definitiv stärker, sowohl körperlich, wir sehen ja auch den körperlichen Unterschied, als auch, dass er jetzt ein neues Haki lernt, was er definitiv dann auch in seine Gear-Techniken mit einbaut. Dann Sanji hat jetzt quasi für sich auch diese Rüstung genutzt, also die Germa, den Germa-Suit, den er jetzt auch nutzt und nutzt das quasi als Power-Up. Und ich kann mir halt vorstellen, Mihawk ist halt auch so der Typ, wenn Zoro ist er zu ihm gegangen und hat gesagt, unterrichte mich, und das war ja auch eine relativ verzweifelte Aktion von Zoro, dass Mihawk dann einfach gesagt hat, wie halt Rayleigh. Rayleigh hat ja auch zu Ruffy gesagt, hör zu, dieses Haki, das kannst du nur weiterbringen, wenn du gegen starke Leute kämpfst, die auch das Haki haben. Aber er hat es ja trotzdem Ruffy überlassen, weißt du? Also so mäßig so, du machst das schon. Du wirst das irgendwann so herausfinden. Und dasselbe kann ich mir halt auch für Mihawk vorstellen, dass er dann einfach gesagt hat, früher oder später wirst du auf Leute treffen, die dir das Ganze vermitteln. Oder vielleicht auch im Kampf wirst du einfach den Unterschied merken. Und dann gilt es für dich herauszufinden, wie du es für dich selbst meisterst. Weil ich glaube nicht, dass Mihawk... Also Mihawk freut sich ja darauf, dass Zoro irgendwann der beste Schwertkämpfer werden will. Das fand er auch halt quasi den amüsanten Faktor, dass Zoro von den besten Schwertkämpfern lernen will, um der beste Schwertkämpfer zu werden. So, aber dass er ihn dann das logischerweise nicht einfach so häppchenweise vorgaukelt, so mäßig, du machst das, du machst das, du machst das und zack, bist du der beste Schwertkämpfer, sondern so mäßig, du musst einfach diese Wege bestreiten, um dein Ziel zu erreichen, und dass Zoro halt prüfungsmäßig da selbst noch durch muss. Also Mihawk wird ihn das halt nicht so häppchenweise vorgekaut haben, sondern der muss da schon selbst dran, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, er hat ihn das mit Haki und so, hat er ihn ja schon ein bisschen beigebracht, so. Das ist ja mehr oder weniger nur die Grundlage. Ja, klar, wir haben gesehen, dass jeder, Grundriss halt, ja. Ja, das kann ja jeder Marine 0-15-Soldat, kann das ja auch schon. Also es ist nicht so besonders, aber es ist schon eine Form des Goken, also beziehungsweise dieser Technik, dieser Rüstungshaki erweiterten Technik, dass man das auch auf Gegenstände anwenden kann. Und auch diese komische lila Aura um das Schwert, das ist alles schon dieses Goken gewesen, mehr oder weniger, würde ich sagen. Ja, bezüglich Haki, ey, man kann da eigentlich Stunden weiter philosophieren und sich welche Konstellationen im Kopf ausdenken, wie was sein kann. Und ich mache das auch gerne, aber jetzt seid ihr gefragt, Leute. Schreibt mal in die Kommentare hier unter dem Podcast und dem YouTube-Video, könnt ihr Kommentare verfassen. Erstmal, was wollt ihr als nächstes Thema sehen? Und auch bezüglich diesem Podcast hier, wie stellt ihr euch das Ganze vor? War das von Sengoku, ist das schon diese Goken-Technik gewesen? Oder auch von Mihawk Marineford, war das auch schon das? Ja, und reicht das überhaupt aus für Kaido, diese ganzen Fragen, die wir uns hier selber auch gestellt haben? Schreibt mal uns eine Antwort, Leute, auch wenn ihr natürlich, weil niemand weiß es, aber man kann halt spekulieren und uns interessiert das halt, wir gucken auch immer rein. Und ansonsten vielen Dank für den guten Anklang hier mit dem Podcast auf YouTube und auf Spotify. Kommt ja echt gut an, also der letzte,
also unser Kanal hat hier irgendwie 3000 Abos und wir haben über 10.000 Klicks, so. Können wir euch ein bisschen hier auf den Arsch schauen und sagen, sollen wir lieber abonnieren, anstatt nur zu gucken? Das wär echt lieb. Also, wenn ihr noch ein Abo, also wenn ihr bis hier jetzt gehört habt, dann zeigt das ja, dass ihr wirklich Ausdauer habt und das auch mögt. Oder ihr seid einfach eingeschlafen, aber drückt mal bitte den Abo-Knopf, Leute. Also, wenn ich mal, also an der Stelle hier am Ende bei 50 Minuten, da bettle ich auch mal, Leute, weil hier sind auch eh nur noch die treuen Seelen da. Und deswegen würde ich euch bitten, den Abo-Knopf zu drücken. Ansonsten, ja, bin ich durch, ich habe nichts mehr zu sagen. Gebe das letzte Wort an den guten Myrolox weiter. Immer die letzten Worte, ja, ja. Das ist nice. Ja, wieder ein nicer Podcast. Wie gesagt, Haki, kann man ewig lange drüber reden. Auch Königshaki gibt es ja noch 1000 Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall auch, ja, dazu vielleicht. Ich meine, Haki ist ein Thema, das stirbt nicht aus. Da kommt auf jeden Fall nochmal früher oder später was zu. Ja, ansonsten natürlich auch von mir vielen, vielen, vielen Dank für den riesigen Support einfach. Wir haben uns ja auch schon so den Kanal erstellt, aber wir hätten halt nicht mit so einer Resonanz gerechnet, dass das halt so direkt so in der Art auch bei euch ankommt und dass halt auch so viele Leute das sehen wollen, also weil wir halt auch überwiegend, wir lesen halt auch alle Kommentare, dass da halt wirklich sich viele Leute darüber freuen und dann halt sagen, ja, wir schauen das, wenn wir, ich schaue das, wenn ich auf Arbeit fahre oder so, weißt du, dann höre ich mir das nebenbei an, das ist halt einfach irgendwie cool zu sehen oder zu hören oder zu lesen in dem Moment, deswegen vielen, vielen Dank dafür, ich kann mich da auch Jan nur anschließen, lasst ein Abo da, wenn ihr noch ein Abo frei habt und ja, mehr habe ich auch nicht zu sagen, Leute, haut rein, ciao und tschüss. Tschüss.